Guten Morgen, heute geht es um Traumautos. Und das ist jetzt hier nicht mein Traumauto, das ist hier so ein Bagger. Aber was mein Traumauto mittlerweile geworden ist, ist eigentlich das Traumauto vieler bewusster Menschen. Und das möchte ich euch heute explizit vorstellen. Und zu diesem Video habe ich lange mir Gedanken gemacht, inwieweit ich das präsentiere, weil Auto und eine bewusste Lebensweise stellen sich doch häufig als Interessenskonflikt auch ein bisschen dar. Bewusste Lebensweise bedeutet für die meisten Menschen, dass man so ökologisch, so ethisch, so gut wie möglich lebt. Und das ist nicht meine Einstellung. Eine bewusste Lebensweise, das habe ich schon seit Jahren propagiert, ist, dass man sich über die Dinge Gedanken macht und dann anhand seiner individuellen Lebenssituation überlegt, was für einen selber das Beste ist. Und das ist unabhängig davon, was andere für Einstellungen haben. Das heißt, es wird immer jemand geben, der zu euch sagt, boah, also das finde ich nicht ethisch korrekt, ich lebe so und so. Es wird immer jemand geben, der sagt, das ist nicht ökologisch und sie meinen damit, es ist nicht das, was ich gerade so erfülle. Weil das ist letztlich das, was dahinter steht, dass man sagt, dass man das als Bestes sagt oder sagt, das Optimum ist das, was man selber macht. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, das geht aber noch ökologischer, dass man dann sagt, ja, das ist zu extrem. Aber dann tut man gleichzeitig nicht akzeptieren, dass ein anderer Mensch eben dasselbe auch hat, diesen Habitus, und entsprechend auch anders seine Grenzen setzt. Und daher und mit dem Glauben verbunden, dass meine Zuschauer, also die Zuschauer dieses Kanals, durchaus differenzieren können und durchaus auch den Besitz eines Autos mit einem bewussten Leben in Einklang bringen können, habe ich dann dieses Video letztlich doch gemacht oder mache es jetzt gerade. Und ihr wisst ja alle, ich habe mir ein Auto gekauft. Ich habe lange überlegt, welches Auto ich kaufe. Mein Budget war 2000 Euro. Und der Wunsch, dass ich damit das Leben, das mobile Leben anteste. Und ich hatte noch gar nicht im Blick die ganzen Marken, die ganzen Konzepte. Jede Marke hat ja auch immer so ein Konzept. Sondern ich war einfach auf der Suche nach einem Auto, was irgendwie noch fährt und was für 2000 Euro zu haben ist. Und jetzt kann ich ein erstes kleines Resümee ziehen, weil ich bin exakt 2000 Kilometer gefahren, innerhalb von anderthalb Wochen jetzt. Ich war bei Cecils Eltern, ich war bei dem Rohkostcamp und ich war bei einem Rainbow und dann wieder zurückgefahren. Insgesamt bin ich 2000 Kilometer gefahren in den anderthalb Wochen und kann ein kleines Resümee abgeben und eben dann auch zur Marke Dacia etwas sagen, was ich empfinde sehr, sehr wichtig ist, weil ich das nicht wusste und sicherlich einige von euch auch nicht. Also 2000 Kilometer gefahren, komplett problemlos. Das heißt, nichts mit Anlasserproblemen. Also er springt beim ersten Mal an, er hat 200.000 Kilometer runter. Er, selbst in großer Hitze, es waren also 32, 33 Grad und ja, innerhalb von einer Minute ist die Kühltemperatur auch aufs normale Maß dann wieder angestiegen. Keine Probleme, nichts geplatzt, alles gut, trotz der vielen Kilometer und der starken Belastung über die Zeit. Ich bin allerdings auch immer nur im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen pro Minute gefahren. Das impliziert dann natürlich, dass ich nie über 100 km/h gefahren bin und möchte es auch so belassen, den Motor nur in einem gewissen Drehzahlbereich zu beanspruchen. Denn wieder der Überzeugung von vielen Menschen, dass es sehr, sehr gut für den Motor ist, ihn immer gut auszufahren, also in hohen Drehzahlen, oder anderen, die sehr sparsam unterwegs sind, sagen immer nur untertourisch fahren, ist es einfach nach meiner Recherche und nach meinen Gesprächen mit Kfz-Sachverständigen und Handwerkern tatsächlich so, dass es das Gesündeste ist, wenn der Motor nur in einem bestimmten Drehzahlbereich läuft. Und ja, und 2000 bis 3000 Umdrehungen pro Minute scheint da ideal zu sein. Ob das so ist, wie gesagt, ist mein Wissensstand, den teile ich mit euch. Die Fliegengitter haben auch wunderbar gehalten. Ich habe ja Fliegengitter dran montiert. Des Weiteren
habe ich erfahren durch die Fahrt, durch die 2000 Kilometer. Und wie gesagt, es ist mit 32 Grad, glaube ich, für deutsche Verhältnisse ja, das oberste Limit. Klar geht es manchmal sicherlich an einigen Tagen noch höher, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das ist das Limit. Und viele wollen ja unbedingt eine Klimaanlage. Das ist ganz wichtig, ohne Klimaanlage geht gar nichts. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne echt viele, die sagen, ohne Klimaanlage geht gar nichts. In dem Auto habe ich nicht mal eine Lüftung. Das heißt, die Lüftung ist kaputt, weil die nur auf 0 und 4 geht. Und 4 ist einfach viel zu laut. So ist sie immer auf 0. Ja. Und trotzdem funktioniert das einwandfrei. Auch zu 4 oder zu 5 in einem Auto bei 32 Grad. Man muss die Fenster aufmachen. Es werden einige sagen, ja, aber das senkt doch den Verbrauch. Oder das erhöht den Verbrauch, wenn man die Fenster aufmacht. Und der Zug, das ist gesundheitsschädlich oder was auch immer. Nichts von alledem ist wirklich so stark. Also wenn man zum Beispiel, machen wir ganz konkret, einmal Fenster auf, Kraftstoffverbrauch erhöht sich. Konnte ich nicht feststellen, ich habe den Kraftverbrauch getrackt. Einmal, wie ich gefahren bin, ich mag das sehr, sehr warm, ich muss die Fenster nicht unbedingt aufmachen. Die Leute, die mitgefahren sind, denen war das sehr angenehm, haben wir das gemacht. Der Kraftstoffverbrauch ist dasselbe. Da ich auf der Autobahn gefahren bin, immer dieselbe Geschwindigkeit, kann man das sehr, sehr gut messen. Da ist nichts mit 20% höherer Verbrauch. Das ist das Erste. Des Weiteren ist, wenn man die Klimaanlage anmacht, dann kostet das auch Kraftstoff. Und das kostet tatsächlich Kraftstoff. Also das ist überhaupt kein Argument. Das ist dann einfach was, was man sich dann einfach irgendwie herzieht. Und ja, das war das eine. Das andere habe ich schon wieder vergessen. Aber war auch kein Argument. Beziehungsweise wäre auch zu entkräften. Mir ist nur leider entfallen, was ich eigentlich sagen wollte. Genau. Ansonsten, was passiert ist, ist, dass die Zentralverriegelung an der Fahrertür kurzzeitig nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, alle sind schön hochgeploppt und nur das an der Fahrertür ist nicht hochgeploppt. Aber ganz ehrlich, ich bräuchte keine Zentralverriegelung. Genauso bräuchte ich keinen elektrischen Fensterheber und ich bräuchte auch generell nichts von dem, was nicht essentiell notwendig ist. Ich bräuchte auch keine Servolenkung. Und da kommen wir jetzt zu dem Konzept von Dacia und das finde ich halt richtig, richtig klasse. Da gibt es einen Neuwagen, Dacia, der Logan, den gibt es jetzt nicht mehr, der ist aufgeteilt, wird in drei andere Autos. Aber man kann für, ich glaube, 7.000, 8.000 Euro einen Neuwagen kaufen. Für 7.000 bis 8.000 Euro. Und dieser Neuwagen erfüllt alle gängigen Normen, das heißt, man fährt absolut in einem rechtlich sicheren Rahmen. Das heißt, dass nicht irgendwie was importiert ist, wo dann noch irgendwelche zwielichtigen Umbauten notwendig sind oder wo man gar nicht weiß, wie das halt mit dem Sicherheitskonzept ist. Beim Dacia ist es so, das ist quasi die kleine Tochter von Renault und da werden viele Bauteile, die beim Renault benutzt werden, einfach auch dort eingesetzt. Und das Schöne ist bei dem Dacia, du kannst halt wirklich die absolute Grundkonzeption wählen. Und das ist dann tatsächlich ohne Servolenkung, ohne irgendwelchen elektronischen Schnickschnack, ganz solide. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, umso mehr Elektronik in so einem Auto verbaut ist, umso mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Und deswegen, und wenn der elektronische Fensterheber kaputt ist und die Scheibe nicht mehr hochgeht, dann müsst ihr in die Werkstatt, wenn ihr keine Ahnung davon habt. Wenn ihr die Kurbel, wenn ihr diesen Kurbelmechanismus habt, dann könnt ihr, wenn ihr die Tür aufmacht, genau sehen, wo was kaputt ist. Und dann könnt ihr das selbst reparieren. Bei Elektronik ist immer, habt ihr, also zumindest bei mir ist das so, immer so ein wenig, boah, Elektronik, keine Ahnung. Und deshalb in dem Dacia so schön. Und in dieser absoluten Grundkonzeption gibt es dann halt eben auch keine Servolenkung. Und ohne Servolenkung, keine Ahnung, wie alt ihr seid, ich habe früher Autos nur ohne Servolenkung gefahren. Und das war der absolute Standard. Und das, klar ist das schwerer. Dann braucht man halt Armmuskeln. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt in unserer derzeit sehr dienstleistungsorientierten und sehr auf geistige Arbeit fixiertes Leben, dass man da auch mal Körperkraft einsetzen muss. Wir sind so verweichlicht, was körperliche Belastung angeht, dass wir schon bei dem Thema, und ich habe ein paar Berichte gesehen zum Dacia, die dann gesagt haben, boah, der hat keine Servolenkung, das geht gar nicht. In was für einer Gesellschaft leben wir, wo wir einen etwas kräftigeren Armeinsatz beim Lenken als großes Problem darstellen und tatsächlich als No-Go bezeichnen. Und ja, das kann man dann eben auch machen. Ich habe jetzt nicht die ganz Basisausführung, weil ich habe den gebraucht gekauft, aber sollte ich mal das Geld haben für einen Neuwagen, würde ich wahrscheinlich trotzdem keinen Neuwagen kaufen, aber
Ich würde mir einen wenig gefahrenen Dacia holen, der die Grundausstattung hat, wenn ich da ein bisschen Wahlmöglichkeit habe. Jetzt war überhaupt keine. Da bin ich froh, dass ich irgendwie ein Auto hatte. Aber das Konzept von Dacia, dass man wirklich nur auf das Minimale fokussiert, finde ich super. Und das ist halt das beste Auto für Minimalisten. Mir ist kein anderes Auto bekannt, was derartig diesen Minimalismus kultiviert beim Autofahren. Kein anderes Auto. Von manchen Exoten abgesehen, die es auf dem deutschen Markt nur irgendwie als komische Importe gibt, die man nicht wirklich kaufen kann. Also die man zwar irgendwie, aber jetzt so richtig, ein Auto, was ständig auf den Straßen ist, das einzige Konzept, was ich kenne. Und das ist wunderbar. Und das spiegelt sich dann auch in der Community, sage ich mal, wieder. Es gibt ein Forum, das nennt sich Dacianer. Ich verlinke euch das, wenn ich das nicht vergesse. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn ihr in dem Dacia-Forum seid oder wenn ihr in einem Opel-Forum seid. Da gibt es ja auch einige. Und wenn ihr in einem BMW-Forum seid. In den drei Foren war ich jeweils auch. Und die Stimmung in dem Dacia ist halt tatsächlich so, was ist notwendig? Wie kann ich das idealerweise selbst beheben? Gibt es andere Dacianer oder andere Leute, die in Dacia fahren, die in meiner Umgebung sind, die mir helfen können? Und wie ist das sozusagen, oder ja, nee, erstmal die drei Sachen, vor allem sind herausgestochen und auch ein grundsätzliches Lebensgefühl, was damit einhergeht. Das heißt eben dieses Bewusste auf wie komme ich von A nach B, wie vermeide ich es, irgendwelche Statussymbole zu besitzen und Statussymbole quasi, ja, also diesen Glauben daran auch in die Welt zu tragen. Denn nur wenn alle glauben, Mercedes-Benz oder BMW ist was total toll oder Ferrari oder Porsche, dieses Emblem, nur dann ist es so. Und sich davon zu lösen, von dieser Gesellschaft, von dieser gesellschaftlichen Einstellung dazu, das ist halt ein neuronales Netz, was sich auch auf andere Lebensbereiche transportiert. Wo ihr wirklich schaut, was macht Sinn für euch und nicht, was gibt euch die Gesellschaft vor, was Sinn zu haben macht. Wofür ihr dann mehr arbeiten müsst, um in der Gesellschaft diese Statussymbole zu bekommen. Und das ist wunderbar. Es ist wunderbar gelungen bei dem Dacia. Und ich bin ja total, also wirklich total überrascht, dass so ein Konzept überhaupt existiert. Und das ist ein Zeichen für die geistige Evolution der Menschheit. Und wenn ich dann so schaue, dann, man könnte ja vielleicht denken, so irgendwie schlechte Verarbeitung oder nicht so gut, ne? Man kauft das und es geht ganz schnell kaputt. Die Autos fahren 300.000, 400.000 Kilometer, oftmals. Einiges natürlich auch vorher Schrott, aber es ist nicht viel weniger als bei doppelt so teuren Autos. Und was auch ein Indikator dafür ist, dass sie sehr solide gebaut sind, ist, dass Gebrauchtwagen sehr wertstabil sind. Das heißt, dieses Konzept, was in unserer Gesellschaft existiert, diese Wegwerfmentalität, wir kaufen was, geht's kaputt, weggeschmissen. Elektronik, ganz häufig. So. Das ist bei dem Auto nicht so. Du kaufst es und dann verkaufst du das Auto relativ wertstabil einfach weiter, nachdem du das abgefahren bist, für dich, für deine Ansprüche. Ich habe für ein Auto, was quasi in der Ausstattung wahrscheinlich so 9.000 Euro kostet, nach 200.000 Kilometern, also wo viele schon sagen, das Auto ist tot, immer noch 2.000 Euro bezahlt. Und das war ein Schnäppchen. Ich habe ein bisschen mehr als 2.000 Euro bezahlt, weil ich habe noch den Zahnriemen nochmal erneuern lassen. Und ich habe auch die Anmeldung durchführen lassen, weil ich selber halt kein anderes Auto hatte. Und ja, und die mir das angeboten haben, das war einfach dann die bequemere Option. Ja, und es ist noch viel Geld für so ein Auto. Und all das macht in meinen Augen den Dacia ziemlich einzigartig auf dem deutschen Markt. Es gibt ja auch da verschiedene Modelle und Varianten. Der Logan, so wird er leider nicht mehr gebaut. Aus dem Logan wurden drei andere Autos gebaut. Der Logan MCV, der jetzt flacher ist, ein bisschen sportiver daherkommt. Dann der Docker, der allerdings ein bisschen kleiner ist, ein reiner Handwerkerwagen, der für mich dann auch nicht mehr in Frage kommt, weil er zu kurz ist. Und der Logi, so ein Familienvan, den müsste ich mir dann vielleicht angucken. Oder ich kriege noch einen gebrauchten Logan, wenn der dann abgefahren ist. Wenn ich denn für mich das erfahre, dass so ein Auto weiterhin notwendig bleibt. Ja, das sind so meine Erfahrungen und ich bin echt wirklich total positiv überrascht von diesem Konzept. Ich habe mich da jetzt reingelesen und
kann jeden Minimalisten und jeden, der bewusst leben möchte, nur empfehlen, schaut euch mal den Dacia an, schaut euch mal das Konzept an. Vielleicht ist das was für euch. Und ich bin sehr gespannt, was euer Eindruck ist von dem, was ich gesagt habe, ob ihr Erfahrung mit der Marke Dacia habt, wie ihr das Konzept findet. Und ja, lasst uns darüber in den Kommentaren austauschen. Wir sehen uns dann unten wieder. Euer Christian.